Gebrauchsanweisung für das LD-Kupplungsmontage-Demontage-Werkzeug, Artikel Nummer 8809 für die Sachs 50 Motoren. Der erste Schritt ist der Kupplungstickel natürlich demontieren, wenn ihr das gemacht habt. Ich lege sie mir am liebsten hier flach auf den Tisch, das funktioniert am besten. Die Kupplungseinstellschraube mit der Sicherungsmutter entfernen. Hier herausschrauben, komplett auf die Seite legen und nicht verlieren. So, nun kommt unser Stehbolzen. Die Sechskantmutter wird von Hand aufgeschraubt, beigelegt auf der kurzen Gewindeseite und dann wird der Bolzen in die Stelle der Einstellschraube eingeschraubt. Dann wird das Demontagewerkzeug aufgelegt und wir machen das mit einer Flügelmutter ohne Werkzeug. Betonung auf ohne Werkzeug. Funktioniert einwandfrei. So, nun ziehen wir mit der Hand, halten den Kupplungskorb auch mit der Hand fest, das reicht völlig aus. Die Flügelmutter so lange bei, bis wir die beiden Halteplättchen entnehmen können. Einmal, zweimal. So, das Ganze dann langsam entspannen. Aus dem Grund ist auch der Bolzen sehr lange ausgelegt, damit man da wirklich keine Kraft brauche, damit es wirklich ganz einfach alles funktioniert. Werkzeug entnehmen, Kupplungshalteplatte ebenfalls. So, Montage in umgekehrter Reihenfolge, no, das ist also nichts anderes jetzt wie gehabt. Auflegen, dabei darauf achten, dass alle Federn in die Führung geht, so wie jetzt natürlich, das funktioniert dann nicht. Sauber auflegen, so, in die Führung, gucken, genau, so, oh, da haben wir es, so, alle sind drin, Werkzeug wieder auflegen, so, und wiederum sichern gleich mit der Flügelmutter, so, vorsichtig nach unten ziehen, hier achten, dass wirklich auch sauber am Korb vorbeigeht. Schon habt ihr hier sofort eine Beschädigung. Von Hand angelegt, ihr habt es gesehen. Und jetzt einfach wiederum so weit, bis die Halteplättchen ohne Probleme hineingehen. Reicht noch nicht, also noch ein Stück runter. So, noch eine Idee. Zack, sitzt. So, sitzt und jetzt auch wieder vorsichtig und langsam entspannen und darauf achten, so wie jetzt hier, habt ihr das gehört schön, dass die einraste, die Haltefedern. So, das war's. Das funktioniert alles ohne Werkzeug, wie ihr seht, und ohne großen Kraftaufwand. Werkzeug entnehmen, Haltebolzen entnehmen, Einstellschraube mit Sicherungsmutter wiederum einbringen. Einstelle, fertig, das war's.